Grüß Gott. Hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. In meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich spreche über ein Thema, was mich in der Sprechstunde häufig beschäftigt. Und das sind Bienenstiche. Und zwar die entsprechenden Reaktionen darauf, die die Eltern verunsichern. Einen Bienenstich kann man relativ leicht erkennen. Denn die Biene verliert, wenn sie uns sticht, ihren Stachel. Der Stachel hat Widerhaken. Diese Widerhaken verhaken sich so stark in der Haut, dass wenn die Biene dann wegfliegt, sie sich diesen Stachel aus dem Leib reißt. Und das bedeutet übrigens auch das Todesurteil für die Biene. Also, wenn Sie ein größeres Viech wegfliegen sehen, Ihr Kind aufschreit oder bei sich selbst das spüren und an der Stelle, wo das Insekt war, Sie etwas Zappelndes, meistens zappelt es nämlich noch, es zuckt noch, sehen, dann tun Sie gut daran, diesen Stachel so schnell wie möglich zu entfernen. Entweder mit den Fingernägeln oder, wenn Sie haben, mit einer Pinzette, so schnell wie möglich. Und jetzt ist nämlich der Punkt, warum dieses Video so wichtig ist. Auf einen Bienenstich reagieren die meisten Menschen relativ heftig, weil dieses Gift der Biene hat schon eine gewisse Potenz, eine Hautreaktion auszulösen. Aber Sie müssen wissen, was unterscheidet eine normale Bienenstichreaktion von einer allergischen Reaktion. Das ist nämlich der Grund, die Angst vor dieser fraglichen allergischen Reaktion. Wie können Sie das erkennen? Also, wenn ein Bienenstich an einer bestimmten Stelle unseres Körpers stattfindet, gibt es entsprechend heftige Reaktionen. Zum Beispiel im Bereich der Hände, der Finger und vor allem im Bereich der Füße. Das ist der Hauptort, nämlich wenn man barfuß läuft. Und das tun Kinder hoffentlich in der Sommersaison, weil das nämlich das Beste ist für die Füße. Aber im Fußbereich finden die meisten Bienenstiche statt. Und genau im Fußbereich gibt es auch sehr heftige lokale Reaktionen. Vor allem dann, wenn man zunächst nicht richtig reagiert. Also, das Wichtige, den Stachel schnell entfernen, um zu verhindern, dass nicht noch mehr Gift in die Haut gelangt. Und dann, das, was möglich ist, tun, wenn man etwas Kaltes zur Verfügung hat, Kaltes drauf. Am besten wäre ein Eis. Am besten nicht direkt drauf, sondern einen Stoff dazwischen tun. Und dann ruhig stellen. Das ist die wichtige Maßnahme direkt nach dem Stich. Warum? Wenn man sich bewegt, dann verteilt man das Gift im Gewebe. Und dadurch wird die Reaktion noch stärker. Oft tut das sehr weh, wenn man von der Biene gestochen wird. Dieser Schmerz verstreicht nach ein paar Minuten und dann denkt man, naja, es ist alles nicht so schlimm. Und im Falle eines Fußstiches läuft man dann weiter. Und das ist das Fatale. Denn am nächsten Morgen, und dann werde ich nämlich angerufen, am nächsten Morgen ist der Fuß doppelt so dick, wie er am Abend zuvor war. Und man hat riesige Sorge. Das kann man verhindern, wenn man gleich diese betroffene Extremität ruhig stellt. Und das gilt auch für die Hände. Also Stachel weg, kühlen, ruhig stellen. Das ist zunächst das Wichtige und Sinnvollste. Wenn Sie haben ein Antihistamingel, was man direkt drauf tun kann, das nimmt den Juckreiz und es behindert etwas die Ausbreitung der lokalallergischen Reaktion. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn der Juckreiz dazu führt, dass man nachts nicht schlafen kann, dann kann man auch Tropfen nehmen, wie man sie beim Heuschnupfen benutzt, Antihistaminika. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die Hauptmotivation für einen Anruf bei mir ist die Angst vor einer Allergie, die derjenige hat, der so heftig reagiert. Eine Bienengiftallergie, die erkennt man daran, dass der Mensch reagiert. Nicht nur die Haut an der Stelle, sondern der Mensch, und zwar sehr schnell, direkt nach dem Gestochenwerden. Und zwar in einer Form, die sehr bedrohlich ist. Und wenn Sie so etwas sehen, dann ist die wichtigste Reaktion, dass Sie die 112 anrufen. Das ist die Notrufnummer in Deutschland. Denn der Notarzt muss dann so schnell wie möglich kommen. Eine allergische Reaktion kann im Prinzip jederzeit auftreten. Die kann jeder bekommen. Ein junger Mensch genauso wie ein alter Mensch, obwohl er zuvor
noch nie Probleme hatte mit Bienen. Deshalb muss man wissen, dass man sofort reagieren muss, wenn sogenannte Allgemeinsymptome auftreten. Und das ist zum Beispiel, dass man eine Atemnot bemerkt. Man fängt zu ziehen an. Dass der Kreislauf in den Keller fällt. Das bedeutet, der Mensch wird blass, er wird kaltschweißig. Es droht eine Ohnmacht. Dass eine Kaltschweißigkeit in Verbindung mit Schüttelfrost auftritt. Und dass man merkt, dass dieser Mensch akut schwerst beeinträchtigt ist. Das ist eine allergische Reaktion auf einen Bienenstich. Und nur das. Und deshalb verstehen Sie auch, dass es eben zunächst am wichtigsten ist, den Notarzt zu rufen. Der wird in Deutschland in spätestens 10 bis 15 Minuten da sein. In der Regel reicht diese Zeit. Ihre Aufgabe als betreuende Person ist es in diesem Fall nur dafür zu sorgen, dass nichts zusätzlich passieren kann. Also im Falle einer Ohnmacht, dass man sich verletzt beim Hinfallen. Wichtig ist, dass man beruhigend einwirkt auf einen Menschen, der das Gefühl hat, er kriegt schlecht Luft. Manchmal kann das äußere Kühlen, das Verbringen in einen kühleren Raum, das Zufächern von Luft lindernd wirken. Aber Gott sei Dank sind diese richtigen allergischen Reaktionen eher selten. Vor ihnen brauchen Sie im Prinzip keine Angst haben, denn das ist etwas Schicksalshaftes, das hat man nicht in der Hand, das passiert eben. Wichtig ist nur, dass Sie das erkennen, richtig reagieren und vor allem, dass Sie eine heftige, lokale Reaktion mit starker Schwellung und mit starken Schmerzen, die über Tage anhalten kann, nicht mit einer Allergie verwechseln. Denn das ist lediglich eine heftige örtliche Reaktion auf dieses Gift der Biene, die meistens dadurch verstärkt wird, dass man sich am Anfang nicht richtig verhält, nämlich dass man die Extremität, die betroffene Region nicht ruhig stellt. Aber das werden Sie ab jetzt richtig machen. Antibiotika. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Arzt sein kann in einer Zeit, in der es Antibiotika gibt. Ohne Antibiotika sind bestimmte Krankheiten einfach nicht behandelbar. Früher waren bestimmte Krankheiten tödlich oder endeten mit schlimmen, bleibenden Folgen. So sehen Flohstiche aus. Typischerweise bilden sie eine Art Straße, wie sie auf dem einen Bild zu sehen ist, oder solche gruppierten roten Flecken mit Bläschen. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.